Hallo und herzlich willkommen zurück zu Rise of the Tomb Raider. Ich habe mittlerweile einen einfachen Weg gefunden, anstatt da hoch zu kraxeln, nämlich einfach da eine Klippe hochzuspringen. Aber nein, ich muss ja da hochklettern, war ja klar. So, schauen wir uns natürlich selbstverständlich ein bisschen weiter hier um. Nämlich gucken, was es hier noch so alles zu entdecken gibt. Da unten. So, ihr seid beide außer Gefecht. Aber erstmal machen wir einfach die anderen Dinge aus, damit wir den als Freund gewinnen. Ich wollte nur einfach die Nummer ausschalten. Das wäre erstmal am wichtigsten. Also wenn ihr euch fragt, wie man da hochkommt, hier, ihr müsst nicht extra überall herumklettern. Klettert einfach hier hoch. Genau, hier hochklettern einfach. Dann habt ihr es geschafft. So, da oben ist der nächste Repeater. Ah, verdammt. Jawohl. Lagerfeuer. Juhu. Und rein damit. Nur noch ein Kommunikationsturm. Schauen wir mal, wo wir da hinkommen. Oh, der Wind, der... Da fegt der Wind mal einen um die Ohren. Okay, dann sammeln wir noch die Pilze ein hier. Ne, mit Pilzen bin ich voll. Ey, komm, was soll das denn jetzt? So. Denn noch? Ja. Was war das denn jetzt? Ach da! Ach, da komme ich über den normalen Weg hin, okay. So, brauche ich ja... Ah, okay. Mal kurz gucken. Offenbar geht es da weiter in die Basis hinein. Da wäre es aber natürlich doof, wenn da einfach wegzugehen. Ah! Oh, sie haben einfach hier offen gelassen. Wie nachlässig. Da. Jawohl. Erledigt. Mist. Ich habe keine Sprengladungen. Kampfmesser. Ah, okay. Nehme ich mit. Nehme ich auch mit. Halbautomatische Pistole. 3 von 4 Teilen gefunden. Jawohl. Da oben scheint noch was zu liegen. Lalalala. Ein kleines, komplexes Aufziehspielzeug, gefertigt aus Metallteilen und Überbleibseln aus dem Gulag.
Es muss lange gedauert haben, die Teile zu sammeln. Ich guck mal, ob ich irgendwas... Nee, untersuchen kann ich hier nichts. Kann ich nichts machen, okay. Oh, ich brauche unbedingt die Seile. Kannst du ruhig runterklettern, wenn du willst. Warum kannst du keine Leitern runterklettern, Mädel? Was bist du denn für eine Trockenpflaume? Jedes anständige Mädchen kann runterklettern, du nicht? Hä? Wieso ab zu einem Alleingang? Vielleicht mal zum Auto zurück. Der mir seine Hilfe anbieten kann. Wo war der denn jetzt? Otto? Da unten war er. Da ist er. Haben Sie es geschafft? Sind die Sender zerstört? Die Repeater sind offline. Alles erledigt. Wir haben nicht viel. Aber wenn Sie mit uns kämpfen, können Sie das hier benutzen. Dietrich! Jawohl! Ein behelfsmäßiger Dietrich, mit dem Lara Schlosser und einige Truhen und Türen öffnen kann. Jawohl! Okay. Juhu! Dann gucke ich jetzt mal eben, wo diese Truhe ist. Ja? Ja, liegt nichts. Jawohl! Ich habe einen Dietrich. Ah, super. Dann gucken wir mal. Waffen-Upgrades. Was kann sie jetzt machen? Großes Magazin. Perfekt. Was haben wir noch? Poliertes Magazin. Schussfrequenz. Eigentlich wäre mir ein großes Magazin lieber. Da kann ich auch noch was upgraden. Umwickelter Griff. Mach das auch mal. Jawohl, ich habe einen Dietrich. War also doch gut, dass ich diese Mission abgeschlossen habe. Jawohl. Warte mal. Jetzt, wo ich mal... Moment. Ich will jetzt was mitnehmen, was in seinem Lager ist. Hier. Ach, kann ich gar nicht mitnehmen. Schade. Ah, ich wollte das mitnehmen, damit ich das Ding da wegbrennen kann. Jetzt will ich kurz auf die Karte gucken. So. Moment. Offenbar geht's hier weit. Das ist das aktuelle Einsatzziel. Das heißt, ich kann hier alles noch erforschen. Jawohl. Ich kann neue Ausrüstungsteile aufsammeln. Dann machen wir das mal eben. Weil ich brauche jedes Ausrüstungsteil, was ich in die Finger bekommen kann. Und ich tue alles für Ausrüstungsteile hier. Oh, da oben komme ich aber nicht mehr hin.
habe ich schon gesehen. Einsammeln. Hier liegt offenbar noch so viel Zeug rum. Hier ist was Furchtbares passiert. Oh ja, neues Basislager in der Kupferwerkhof. Definitiv russisch. Diese Markierungen deuten offenbar auf einen Ort in der Nähe, aber ich verstehe es nicht genau. Kannst du kein Russki? Wie kommen wir offenbar noch hin? Na, kann auch nicht mehr hoch. Schade. Bin ich jetzt umsonst hergelaufen. Mann. Aber da. Ah, warte mal. Nein, Quatsch, da liegt noch was. Das nur, dass ich mir nicht entgehen. Munition. Darfst du mir auch geben. Die brauchst du ja zwischen deinen Beinen nicht mehr. Da unten war noch was, ne? Ich hab noch irgendwas da gesehen. Jawohl, da war noch was. Ich will erstmal alles ausgelootet. Wo ich Trinity weiter verfolge. Ist ja auch noch was? Jawohl, Munition. Warte, da war noch irgendwas, ne? Ja, da war noch was. Gut. Das ist ja so ein großes Gebiet hier. Da verliert man sich ja einfach nur, um alles zu erkunden, zu erforschen. Diese Musik, diese Musik. Ich hasse diese Musik. Ah! Na warte. Dich erledige ich jetzt aber noch. Damit hier wenigstens ein bisschen Action in die Folge reinkommt. Hä? Da soll ich reingelaufen oder nicht? Wölfchen ist doch hier reingelaufen. Boah, hat das etwa Angst vor uns? Boah, ich bin total paranoid hier. Furchtbar. Ich bin paranoid, ey, das gibt's gar nicht. Aber es ist jetzt egal. Wir können da noch nicht rein, das ist leider Fakt. Häschen. Oh, ich kann keine Häschen umbringen, das ist unmöglich. Was erwartet ihr von mir? Das sind auch nur Tiere. Gott, mein Gott, ich bin paranoid hier, das ist unglaublich. So, wir müssen jetzt wieder ganz nach oben. Hier gibt's nichts mehr. Oder habe ich. Warte, ich habe jetzt den Dietrich, oder? Hier war doch irgendwas, was ich mit dem Dietrich öffnen kann. Irgendwas konnte ich hier mit dem Dietrich öffnen. Uah. Uah. Das war gerade eben aber noch stabiler, glaube ich, oder? Ne, komme ich nicht hoch.
Doch, komm ich hoch. Nee, doch nicht. Immer erst ausprobieren und dann funktioniert es nicht. Betrug. So. Da komme ich auch nicht rein. Ach Mann, Lara. Sesam, öffne dich. Was ist hier? Wir müssen da weiter hoch, aber ich will gucken, was hier ist. Was ist denn hier? Okay, hier ist nichts. Dann müssen wir doch weiter hoch. Ich will mal alles erkunden, aber dem mir nichts entgeht. Was? Moment. Da. Ich will nichts hinterlassen. Also nichts zurücklassen, meine ich. So. Nutze das Kommunikationskabel als Seilrutsche in die Gefängnisanlage. Diese Inschrift scheint auf etwas in der Nähe zu deuten. Münzverstecke aktualisiert. Oh! Nein! Warum habe ich sie selber nicht ausfindig gemacht? Ah! Münzverstecke, Münzverstecke, Münzverstecke. Überall Münzverstecke! Mann! Oh oh. Besser Pfeil und Bogen. Ich suche das Gebiet. Nö. Oh, das war aber schnell. Das war alles an Kämpfern. So, euer Zeug gehört mir. Das braucht ihr ja nicht mehr. Ja, mit deinem Dietrich. Ah ne, das schafft sie auch noch ohne. Vorratsschuppen. Nutzen Sie byzantinische Münzen, um das Ausrüstungstechniker von Trinity-Objekte abzukaufen. Gehen Sie auf Objekte zu und halten Sie Ehegerücken zu kaufen. Hä? Ich kann mit Trinity kooperieren? Hör zu, ich bin auf eurer Seite. Boah. Ich arbeite hier als Wartungstechniker für Trinity, aber ich muss unbedingt hier weg. Diese Leute sind verrückt. Ich habe Ausrüstung gelagert. Sie gehört dir, wenn du zahlen kannst. Ein paar fehlende Dinge fallen dir nicht auf, aber wenn sie Lunte riechen oder mich mit dir sehen, bin ich tot. Ich brauche nicht zurückverfolgbares Geld für den Ernstfall. Vorzugsweise Gold. Meinst du, wir haben einen Deal? Mal sehen, was ich auftreiben kann. Dann gucken wir mal. Ah, okay. Ah, jetzt verstehe ich das mit den Münzen. Was ist das? Gewehr, Laserzielfernrohr. Steigklemmenantrieb. Kann ich ihn auch umbringen? Nee, ich kann ihn nicht umbringen. Schade. Hätte ich mir das Zeug einfach so nehmen können. Es ist keine Atombombe. Ein gruseliger Typ mit Narbengesicht namens Konstantin hat eine große Rede gehalten. Über das Schicksal und die Quelle. Und jetzt bin ich noch verwirrter. Die anderen Externen scheinen genauso ängstlich und nervös zu sein wie ich. Aber die Angestellten, die schon lange für Trinity arbeiten, saugen das auf und wollen mehr davon hören. Es ist wie in scheiß Jonestown hier. Wir bereiten uns auf einen Angriff vor. Gegen wen, fragst du dich? Es sind Leute hier. Einheimische, wie aus der Steinzeit. Ich meine Felle, Häute und Pfeilspitzen. Und wir begegnen ihnen mit einem Kampfhubschrauber und Maschinengewehren.
Ich bin hier auf der falschen verdammten Seite der Geschichte. Hä? Warum das denn? Ach, ich muss da hoch. Moment, muss ich da hoch? Offenbar. Wieso kann ich nicht einfach umbringen? Mann. Universalpistolendämpfer. Schüsse gedämpft, sodass der Feind nichts mitbekommen. Wird automatisch an allen Pistolen angebracht. Ermöglicht rasches Erklimmen von Seilen. Oh, ich brauche mehr Münzen unbedingt. Ich brauche dringend mehr Münzen. Was ist da oben jetzt? Oben kann ich irgendwas machen, offenbar. Fähigkeiten. Oh, zwei Fähigkeitspunkte verfügbar. Na komm schon, da. Machen wir mal hier wieder etwas. Schnelle Herstellung von Wurfwerk, Munition, Brandbomben. Leichtfuß. Erhalten Sie Bonus mit durch Überlebensverstecke, Dokumente, Relikte. Und oh, das ist sehr gut. Mach ich das einmal? Und hier machen wir wieder etwas. Und das ist gut. Waffen-Upgrades verfügbar. Ah, ich brauche die Teile dafür, um den Bogen zu machen. Das habe ich abgegradet. Machen wir mal hier ein Upgrade dazu. Oder Schlagbolzen. Schussfrequenz. Ja, der Schaden ist mir eigentlich lieber. Okay, meine lieben Rise of the Tomb Raider Fans. Ich beende hier mit der Folge. Bleibt mir gewogen und bis morgen. Ciao.